Professor? Was haben wir? Er wurde mit einem harten Gegenstand erschlagen. Vermutlich mit einem der Äste, die hier überall herumliegen. Todeszeitpunkt gestern Abend etwa zwischen 20 und 23 Uhr. Die Leiche wurde nach der Tat ins Wasser geworfen. Am Ufer gibt's allerhand Schleifspuren. Gestern Abend? Dann wurde er jetzt erst gefunden? Die Leiche ist ins Schilf getrieben. Das ist vom Ufer aus schwer zu sehen. Eine sonnengebräunte Wasserleiche. Ja, aber die Bräune ist sehr ungleichmäßig. Entweder war gerade im Urlaub oder ging gern spazieren. Hat er Papiere dabei? Nur seinen Führerschein haben wir gefunden. Das alles? Jetzt ja. Andreas Fleiderer ist in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Dann ist er allerdings nach Mallorca gezogen. Aussteiger. Naja, sehr erfolgreich war unser Seepferdchen hier nicht gerade. Nico. Ja. Zwei Vorstrafen wegen Hehlerei und dann hatte er irgendwas Gastronomisches im Wohnviertel. Das ist dann pleite gegangen und er ist ausgewandert. Das ist ja eine wahre Wunderkiste. Ja. Ach, Martina, seine Mutter lebt in Stuttgart. Vielleicht hat er die besucht. Joe? Joe? Ja? Würdest du dich mit Rico ein bisschen umhören? Vielleicht gibt's ja doch einen Zeugen. Petri, hi. Anne? Wir fahren zu Frau Fleiderer. Na komm, hast du ja gehört. Ja, ja. Mit deinem Krempel zusammen. Koffer? Nicht von mir. Guten Tag, Kripo Stuttgart. Mein Name ist Seifert, meine Kollegin Badosi. Wir möchten Frau Pfleiderer sprechen. Ach so, die ist hinten im Garten, bei ihren Blumen. Wer sind denn Sie bitte? Ja, ich bin René Gilwald. Ja, ich helfe so beim Einkaufen und so, weil sie hat ein schwaches Herz. Außerdem ist sie entmündigt worden. Was ist denn da passiert eigentlich? Können wir mal bitte? Ja. Rechts, links? Ja, durch einfach. Mal gesehen? Vor 3 Tagen? Es war Dienstag Nachmittag. Das heißt, er wohnte da nicht hier? Doch. Nein, früher. Früher hat er hier gewohnt. Sein Zimmer ist noch oben. Wollen Sie sehen? Nein, danke. Später vielleicht. Also, jetzt hat er hier nicht mehr gewohnt. Nein, Entschuldigung. Nein, nein, nein. Oh, er hätte vorher anrufen sollen. Wo hat er denn in Stuttgart gewohnt? Stuttgart? Ich weiß gar nichts. Gar nichts. Nein, er hat nichts gesagt und ich habe nicht gefragt. Wissen Sie, als wir sind nicht im Guten auseinandergegangen. Nicht. Andreas ist. Kein Alter zum Sterben. Herr Fleiderer hat seine Mutter zuletzt am Dienstag besucht. Sie weiß aber nicht, wo er wohnt. Wollte sie nicht wissen. Stimmt, da gab es so Spannungen zwischen den beiden. Du, wenn kein Enkelkind da ist, das kann schon mal ein Thema sein. Wie meinst du das? Na, Fleiderer war vom anderen Ufer. Wie willst du das wissen? Der Park ist nachts ein Treffpunkt für Buben, die auf Buben stehen. Hier, schau dir doch mal an. Dann war es vielleicht gar kein Raubüberfall. Es kommt da schon mal zum schwulenfeindlichen Übergriff. Aber es könnte auch ein Eifersuchtsdrama gewesen sein. Ich schlage vor, ich gehe heute Abend mal mit Rico los und höre mich in den einschlägigen Läden um. Ich mach das. Wir müssen ja irgendwie rausfinden, mit wem Fleiderer in Stuttgart Kontakt hatte, um seine Adresse rauszufinden. Ich habe gerade schon bei den größeren Hotels nachgefragt. Nichts.
Aber es gibt noch jede Menge kleine Pensionen, Gästezimmer, Ferienapartments. Wir beide gehen heute mal auf die Straße. Hm? Martina. Komm. Was machen wir zwei heute ab? Nee, komm bitte, lass. Friedemann, wie geht's dir? Gut. Moment. Was willst du? Nur mal wieder bei dir vorbeischauen. Die Kollegen haben uns gerade erzählt, dass sie eine Tuning-Werkstatt hops genommen haben. Du, das sind alles Beweismittel. Eben nicht. Hier, auf dieser Liste sind sämtliche beschlagnahmten Teile erwähnt. Und die meisten davon sind gar nicht als Beweismittel zulässig. So zum Beispiel die Rennauspuffanlagen. Nein, Jo. Komm schon, Friedemann, ich will das Ding nur ausprobieren. Hm? Ganz kurz. Das merkt doch niemand. Joe, Außeneinsatz. Ja, eine Sekunde bitte, ja? Friedemann, du würdest mir damit echt einen Gefallen tun. Das muss doch möglich sein unter Freunden. Hm? Wir müssen jetzt dieses Dings da, dieses Dings, wie heißt's? Dark Corner. Wo wollt ihr hin? Das ist so ein Laden am Park. Routineuntersuchung. Ihr wollt ins Dark Corner? Da passt man besser auf seinen Auspuff auf. Jo! Sag mal, was meinte der Sonntag eigentlich? Es war ein Witz. Ja, ein blöder Witz. Mach dir keinen Kopf. Hallo? Hans. Er ist schon 18. Ja, richtig. Für die Barkeeperin vor. Kennst du den? Nee. Schon mal gesehen? Nee. Monja, doppelt. Schon mal gesehen? Sicher nicht. Kann schon sein. Es ist wichtig. Hat dich sitzen lassen. Und? Nichts. Ist doch ganz nett hier. Wie gefällt's also hier? Menschen okay. Musik okay. Chefin! In dem Raum da hinten sind die Lichter kaputt. Rico, sieh dich doch einfach noch weiter hier oben, okay? Wo ist denn hier das Klo? Rico. Keine Panik, bin gleich wieder da, ja? Entschuldigung, kurze Frage. Kennen Sie den Mann? Ja. Das ist mein Freund. Stolle. Kripo Stuttgart. Ich würde mich gerne mal in Ruhe mit Ihnen unterhalten. Wieso? Was ist passiert? Wissen Sie schon, wer es war? Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Gestern Mittag. Wir waren zum Abendessen verabredet. Ich habe tausendmal versucht, ihn anzurufen. Waren Sie denn gestern den ganzen Abend hier? Ja. Herr Pfleiderer wurde im Schlosspark getötet. Hielt er sich dort öfter auf? Nein. Kommen Sie. Ja, ich kenne den Park. Wir hatten keine offene Beziehung. Entschuldigen Sie. Was haben Sie denn in Deutschland gemacht?
Wir hatten ein kleines Restaurant in Palma. Es lief nicht gut. Wir wollten in Deutschland nochmal von vorne anfangen. Wissen Sie denn, mit wem er Kontakt hatte? Er muss doch irgendwie versucht haben, zu Geld zu kommen. Wir haben uns umgehört, ein paar leerstehende Läden angesehen. Ich meine, dass es nicht leicht wird, das haben wir vorher gewusst. Hat er denn deshalb wieder Kontakt mit seiner Mutter aufgenommen, weil er Geld brauchte? Von seiner Mutter? Dass sie ihn überhaupt ins Haus gelassen hat, ist ein Wunder. Ja. Wir haben bereits gehört, dass es da Streit gab. Streit? Als er sich damals geoutet hat, warf sie ihn raus. Rico, wo warst du denn so lange? Wir müssen jetzt gehen. Ist was passiert? Ich will nicht drüber reden, okay? Friedemann? Ich dachte mir, vielleicht hast du mal Lust auf ein richtig gutes Frühstück. Kostet doch wenigstens mal. Komm. Weißt du eigentlich, wie lange ich schon nach so einem Auspuff für meinen Wagen suche? Die Dinger kosten ein Vermögen. Wir könnten es so machen, ich lasse mir das Ding einfach mal einbauen in der Werkstatt. Und dann sehe ich ja, wie sich die Leistung bessert. Ob sich so viel Geld überhaupt lohnt. Du, der ist gut, Herr Schinker. Soll es gut sein, ist Zelda-Kit. Das Parma. Direkt aus Italien. Ich könnte dir ein halbes Kilo besorgen. Oder ein Kilo. Aber bloß ausprobiere. Mehr nicht. Klar. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Wir haben die Tatwaffe. Es ist ein Ast. Er lag ein Stück weit im Gebüsch. Es gibt Blut und DNA-Spuren. Ja, und? Ich mach's bis gestern. Wir wissen jetzt, dass Pleiderer ein Handy hatte. Das brauchen wir auch noch. Ja, wir haben ein Problem. Das Handy liegt wahrscheinlich im Wasser. Das heißt, ich brauche mindestens 3 Taucher. Das kann dauern. Das reicht mir auch bis gestern. Gut, dann hole ich jetzt mal meine Taucherbrille. Gerald! Sie hätten sich auf jeden Fall vorher mit mir oder mit Frau Koch als der Betreuerin von Frau Fleiderer in Verbindung setzen müssen. Immerhin haben wir die Pflegschaft für Sie. Selbstverständlich. Haben Sie Frau Fleiderers Sohn kennengelernt? Allerdings. Zuerst kümmert er sich jahrelang nicht um seine Mutter und dann taucht er hier auf und glaubt, alles besser zu wissen. Er hätte ja damals die Pflegschaft antreten können, aber... Wie so oft in solchen Fällen ging es um Geld. Ist Frau Fleiderer denn vermögend? Nein, nicht mehr. Sie hat über Jahre hinweg eine große Summe an Schulden angehäuft, die ich nun versuche zu begleichen. Ölrechnungen, Strom, das Finanzamt, das Bauamt, als die Straße vor dem Haus gemacht wurde. Und natürlich die Verzugszinsen. Das sind sicher 100.000 Euro geworden. Die Geschäftsfähigkeit von Frau Fleiderer war nicht mehr gegeben. Deshalb habe ich als Vormundschaftsrichter die Pflegschaft beschlossen. Das heißt, es ist kein Geld mehr da? Barvermögen? Nein. Aber wenn das Haus verkauft wird, dann wird sicher was übrig bleiben. Wie hat der Fleiderer darauf reagiert? Er hat finanzielle Probleme und als er erfahren hat, dass sein Erbteil nicht wie erwartet ausfallen wird, reagierte er sehr emotional. Ich verstehe. Ja. Wir haben ja was gefunden. Was denn, ein Handy? Danke. Martina? Ja. Nein. Von Fleiderers Brieftasche. Und damit wird die Raubmordtheorie unwahrscheinlich. Trotz
trotzdem seltsam, dass der Täter nicht wenigstens das Bargeld eingesteckt hat. Spricht für eine extreme Stresssituation. Oder dafür, dass er kein Geld brauchte. Der Täter versucht, eine größtmögliche Distanz zum Opfer herzustellen. Wahrscheinlich wegen der emotionalen Bindung. Wie war denn das Verhältnis zu Ortega? Ganz gut. Ortega war zwar sehr eifersüchtig, aber, ne? Ja. Hat er ein Alibi? Ja, er behauptet, den ganzen Abend dort geblieben zu sein. Habt ihr sonst noch was? Ortega hat auch gesagt, dass die beiden extrem pleite waren. Sie brauchten Geld. Was sie von Fleiderers Mutter gerade nicht kriegen konnten. Vielleicht haben die sich mit den falschen Leuten eingelassen, um an Geld zu kommen. Gut, dann sprechen wir noch mal mit diesem Ortega. Wie? Du willst noch mal ins Dark Corner? Er will nicht drüber sprechen. Joe? Hey, René leistet bei Frau Pfleiderer Sozialstunden ab. Was hat er angestellt? Raubüberfall mit Körperverletzung. Ups. Andreas war in den letzten Tagen öfter unterwegs. Ich wusste nicht, wohin. Er hat oft telefoniert. Mit wem hat er nicht gesagt. Und dann sind Sie ihm eben gefolgt. Es hat mich wahnsinnig gemacht, aber nein. Ich habe ihm vertraut. Er hat gesagt, es ging um seine Mutter. Sie war in Schwierigkeiten, er wollte ihr helfen. Ach, helfen? Ja. Auf einmal. Was immer sie getan hat, sie war seine Mutter. Ja, und er dachte, sie ist reich. Das heißt, Sie wissen nicht, was er in diesem Abend gemacht hat. Er hatte einen wichtigen Termin, hat er gesagt. Im Park. Andreas Fleiderer war ein Arschloch. Und er hatte die Frau Fleiderer ist halt einfach recht eine nette Frau und so. Die hat halt auch keinen zum Reden. Und der Typ hat sich einfach in die Sonne verpisst und dann kommt er wieder und will Geld haben. Das haben Sie gehört? Das hat sie mir erzählt. Sie mögen Frau Pfleiderer sehr. Ja. Die nimmt mich halt ernst und hört mir zu und so. Und ich meine, wenn meine Sozialstunden vorbei sind, dann werde ich sie auch noch besuchen fahren. Und auch gucken, dass es ihr gut geht. Es klingt ein bisschen, als wollten Sie Frau Pfleiderer beschützen. Ja, klar. Ein bisschen. Ich habe den Kerl nicht angepackt. Warum wollte ich mich denn die ganze Zeit anhängen? Wo waren Sie gestern zwischen 20 und 23 Uhr? Er war hier bei mir. Er ist ein ordentlicher, vernünftiger, liebenswerter Junge. Für den lege ich meine Hand ins Feuer. Und jetzt muss ich mich um meine Blumen kümmern. Wie schätzen Sie das ein? Ja. Sie weiß häufig nicht, welcher Wochentag ist. Ein gutes Alibi hört sich anders an. Was können Sie uns denn zu dem Verhältnis von den beiden sagen? Er hat absolute Narrenfreiheit bei ihr und sie steckt ihm Geld zu. Sie wollte vor 2 Monaten ihr Testament zu seinen Gunsten ändern. Ich habe dem natürlich nicht zugestimmt. Wissen Sie, wie viel Bargeld René von ihr bekommen hat? Mehrere hundert Euro, ich kann das nicht so genau sagen. Denn Frau Fleiderer verfügt frei über ein Taschengeld. Leider fehlt ihr in letzter Zeit etwas. Aber ob René das wirklich bekommen hat, das können wir auch nicht sagen. Ich habe sie gefragt. Aber sie hat sich geweigert, es mir zu sagen. Wie ein kleines Kind. Wiedersehen. Sind ein paar hundert Euro ein Mordmotiv? Das mit dem Testament hat man nicht geklappt. Für René ist Frau Pfleiderer sowas wie seine Ersatzmama. Ich habe es mal recherchiert. Sein Vater ist gleich nach der Geburt abgehauen und seine Mama, die ist Alkoholikerin. Du meinst, er beschützt sie? Gegen ihren eigenen Sohn? Er hat ein Alibi. Ich finde sogar ein gutes. Die Aussage von Frau Fleiderer ist vor Gericht keinen Cent wert. Es gibt sogar ein ärztliches Gutachten über Fleiderers Geisteszustand. Also ich beurteile nur, was ich von Frau Fleiderer gehört und gesehen habe. Und auf mich wirkt sie weder dement noch verrückt. Sie ist höchstens ein bisschen tüdelig, wie alte Leute halt manchmal so sind. Ich finde sie auch sehr sympathisch, aber darum geht's jetzt hier nicht. Die Pflegschaft ist doch nur angeordnet worden, weil Frau Fleiderer mit den Finanzen nicht umgehen konnte. Aber wie soll sie auch? Das hat ihr Leben lang ihr Mann gemacht. Der hatte 4 große Eisenbahnläden und sie war Unternehmersgattin.
Die Frage ist, hat René Gilwald ein Alibi oder nicht? Also ich hole mir jetzt auch eine Gabel. Wie schätzen Sie die Situation ein? Haben Sie nie am Geisteszustand von Frau Pleiderer gezweifelt? Es gibt ein Gutachten. Ja, das meine ich nicht. Ich kann nicht jeden Fall so gründlich überprüfen, wie ich möchte. Aber Sie haben sich einen persönlichen Eindruck verschafft. Sie haben die Pflegschaft allein nach Aktenlage entschieden? Mein Arbeitspensum lässt mir oft keine andere Wahl. Aber ich versichere Ihnen, Frau Koch hätte es mir mitgeteilt, wenn auch nur der geringste Zweifel an dem Gutachten bestanden hätte. Frau Koch ist hin und wieder bei ihr. Wie viele Fälle betreut sie insgesamt? 10? 15? Das müsste ich nachsehen. Aber ich denke, es sind 34. Sonst könnte sie ja gar nicht davon leben. Die Betreuungssätze sind so gering. Aber sie ist eine sehr gewissenhafte und zuverlässige Frau. Ich arbeite schon seit Jahren mit ihr zusammen. Ich vertraue ihr hundertprozentig. Mann, ich will kein Geld von ihr. Genommen haben Sie trotzdem, was Sie kriegen konnten. Ich habe überhaupt nichts genommen. Ich habe in 10 Minuten einen Durchsuchungsbefehl für Ihr Zimmer und dann werden wir ja sehen. Mann, sie hat mir das aufgedrängt. Was soll ich denn machen? Sie beleidigen oder was? Als Sie vor einem Jahr den Mann ausgeraubt haben mit einem Messer, richtig? Da waren Ihnen Manieren völlig egal. Was haben Sie mit Herrn Pfleiderer gemacht? Gar nichts. Ich habe Ihnen nur die Meinung gesagt. Das ist alles. Aus Freundlichkeit gegenüber Frau Pfleiderer? Ohne Hintergedanken, dass er Ihnen vielleicht den Geldhahn zudreht? Mann, die paar Scheine, ey. Das ist die Scheiße, die Koch abzieht, viel, viel schlimmer. Sie beschuldigen Frau Koch, sich zu bereichern? Ja. Zuerst krallt sich die Konten und jetzt das Haus. Können Sie das beweisen? Sie geben uns jetzt eine Speichelprobe. Und dann können Sie erstmal gehen. Danke. Guten Morgen. Macht ihr Pause oder was? Regelmäßiges Essen ist wichtig. Ein regelmäßiges Einkommen aber auch. Habt ihr was? Da ist ein Schlammloch da unten. Sichtweite unter 50 Zentimeter. Wie lange noch? Vielleicht 3 Tage. Merde. Vielleicht eine Woche. Jetzt zieh dir doch erstmal an, was wir schon alles haben. Ich suche ein Handy. Mensch, das Handy, das war's, richtig. Und wir Idioten suchen den ganzen Tag Fahrräder. Ja. Florian, dein Gesicht eben. Toll. Bei einem Taucherwitz hätte ich eigentlich mehr Tiefgang erwartet. Mach mal eine Pause. Wie soll sie denn ohne Haus und Garten leben? Wenn es offenbar nicht anders geht. Ich werde die Polizei rufen. Genau, mach mal. Die wollen dich sowieso sprechen. Du, an ihrer Stelle wäre ich sehr vorsichtig. Lass mir von dir keine Angst einjagen und ich lass mich von dir nicht anscheißen, Mann. Und pass bloß auf, was du der Polizei erzählst, okay? Gott. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Frau Pfleiderer ist nicht da. Sagten Sie nicht, sie sei so dement, dass sie gar nicht allein aus dem Haus kann? Ja, das ist auch sehr ungewöhnlich. Wissen Sie, wo Frau Pfleiderer ist? Ich glaube, von dem jungen Mann brauchen Sie keine Hilfe zu erwarten. Was wollen Sie denn von Frau Pfleiderer? Eigentlich wollten wir gar nicht zu ihr. Wir wollten zu Ihnen. Zu mir? Die Vermögensverwaltung Ihrer Fälle muss überprüft werden. Es sind da Anschuldigungen aufgetaucht. Das ist so demütigend. Wissen Sie, da arbeitet man für wirklich wenig Geld und sorgt sich darum, dass die alten Leute nicht ins Heim müssen und dann... dann sowas. Ja? Herr Sander, hier ist Besuch für Frau Seifert. Soll sie draußen warten, oder? Hertha Pfleiderer, guten Tag. Ach, richtig. Sie sind die Mutter, ne? Ja. Kann hier bleiben, danke. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Ich habe da ein kleines Anliegen. Ja, dann setzen Sie sich doch am besten. Danke.
Hast ja recht. Im Leerlauf ist keiner ausprobieren. Du, der Kaiser darf das nicht mitkriegen. Weißt du was, ich mach die Probefahrt später. Ich lass ihn so lange hier stehen. Nein, nein, du fährst ihn raus. Irgendwo raus. Nicht so nah am Eingang. Was ist denn los mit dir? Ich mach doch nichts kaputt. Doch. Meine Pension, wenn der Kaiser das mitkriegt. Weißt du was? Du darfst ihn rausfahren. Es gibt offensichtlich genaue Abrechnungen über die Finanzen Ihrer Betreuungsfälle. Dann werden wir die überprüfen. Anhalt, sie gewährt uns vollständige Akteneinsicht. Freiwillig. Na, endlich. Schön, dass ihr auch mal wieder da seid. Frau Pfleiderer sitzt in meinem Büro und redet und redet. Pfleiderer? Ja, die Pfleiderer. Schon seit einer halben Ewigkeit. Und erzählt Geschichten von ihrem Sohn du und heult. Was? Was? Ach, ja, jedenfalls, sie will mit Jason Ortega sprechen und wollte den Kontakt über uns. Glaub ich. Gut. Aber ich hätte gerne, dass jemand von uns bei dem Treffen dabei ist. Weil du sehen willst, wie Ortega reagiert. Ja, könntest du mit Joe Frau Pfleiderer zu Ortega begleiten? Ich? Ja. Oder willst du vielleicht doch noch mal drüber sprechen? Nee, nee, der Joe, der kann meine Hilfe gut gebrauchen. Hallo. Ich habe Pfleiderers Handy. Gut. Es lag allerdings 2 Tage im See. Schon mal mit Föhn probiert? Anna. Das hat mein Handy schon mal gerettet. Ja, Wunderföhn. Aber das Teil hat einen Kurzschluss auf der Hauptplatine. Die Daten kannst du trotzdem auslesen? Ja, Nummern ist sicher kein Problem. E-Mail und SMS wird schwierig. Versuch's trotzdem. Logisch. So, Frau Pfleiderer, jetzt raten Sie mal, mit welchem Auto wir fahren. Oh, ist das ein toller Wagen. Was macht der? 200? Ja, mindestens. Oh, danke. Hat sogar einen Rennauspuff. Wow. Danke. Also, wenn Sie möchten, wir können natürlich auch gerne mit einem anderen Auto fahren. Joe! Ich brauche mal 5 Sätze. Geht's? War das jetzt der Kollege Stoll? Das klang ja wie ein Rennwagen. Ich glaube, sein Auspuff ist kaputt. Ah. Ja, wie willst du jetzt weiter vorgehen? Wir sind inzwischen sicher, dass der Raubüberfall vorgetäuscht war. Pfleiderers Tod steht in einem direkten Zusammenhang mit seiner Mutter. Die Abrechnungen von Frau Koch sehen alle vollkommen korrekt aus. Der Vorwurf der Untreue ist offenbar unhaltbar. Also wenn du jetzt sagst, dass die Betreuerin gar keine Möglichkeit hat, unseriös zu arbeiten, wer kommt dann in Frage? Wir wissen immer noch nicht, was Pfleiderer vor seinem Tod gemacht hat. Ob Anou die Handydaten allerdings rekonstruieren kann, ist fraglich. Er ist immer gekommen, wenn er pleite war. Ja, und Sie haben ihn weggeschickt. Nein, das ist nicht wahr. Er hat, wenn er über Sie gesprochen hat, ich habe nie einen Vorwurf von ihm gehört. Ja, Andreas hat Sie geliebt. Er hatte nichts anderes im Kopf, als Ihnen zu helfen. Ja. Stimmt es wirklich, dass er gesagt hat, dass er mir nicht mehr böse ist? Ich konnte es nicht begreifen. Männer mit Männern. Ich wollte, dass er glücklich ist. Eine Hochzeit, eine schöne Hochzeit. Das hätten Sie alles haben können. Mit mir. Ja. Ja, er kann mir nicht mehr vergeben. Erzählen Sie mir von ihm, ja? Ich möchte alles wissen. Wie viel Betreuungsentgelt hätte Frau Koch denn verloren, wenn der Sohn die Pflegschaft von Frau, Pfleiderer selbst übernommen hätte? Ein paar hundert Euro. Im Jahr. Und wie viel hat die Pfleiderer dem Jungen zugesteckt? Auch ein paar hundert Euro. Das soll ein Mordmotiv sein? Anna hält es auch für möglich, dass das Motiv im Emotionalen zu finden ist. Pfleiderer will seine Mutter zurück, René seine Ersatzmutter behalten. René? Es führt doch alles immer wieder zu René Gilwart. Wir sollten ihn für eine Nacht in Urhaft nehmen. Vielleicht wird er dann ja etwas gesprächiger. Ja! Fahr den Karren sofort wieder in Werkstatt. Meine Leute machen das gleich morgen früh als erstes. Sollst du da nach Hause kommen? Mach dir keinen Stress. Du, ich ruf dir ein Taxi!
Morgen früh! Nächster Termin 8.30 Uhr! Guten Morgen. Mann, was soll die Kacke? Warum war ich die ganze Nacht hier eingesperrt? Wollen Sie sich mit mir vielleicht über Frau Pfleiderer unterhalten? Nein, ich will raus hier! Ich hab nichts getan, ich will hier raus! Okay, wenn das so ist, denken Sie noch mal in Ruhe drüber nach, ja? Ich komme dann später wieder. Nein, Mann, warten Sie. Was wollen Sie denn von mir hören, ey? Ich hab alles gesagt. Sie hatten eine beschissene Kindheit. Vorgekommen sein wie Weihnachten, dass da plötzlich jemand ist, der sich um Sie kümmert. Was? Sie wollten Frau Pfleiderer nicht verlieren. Als dann Ihr echter Sohn da war, da hatten Sie Angst, dass der Kontakt wieder abreißen könnte. Dass Sie wieder der kleine Junge sein würden, der nur einkaufen geht. Sie wollten ein Sohn sein. Ein Sohn, der seiner Mutter endlich mal nicht egal ist. Was soll denn jetzt dieser Psychokack? Sie waren eifersüchtig auf Herrn Pfleiderer. Nein, ich will nur nicht, dass die Hertha ihr Haus verkaufen muss. So eine Einzimmerwohnung oder so. Das würde die nicht überleben. Sie hatte finanzielle Schwierigkeiten. Der Verkauf war die beste Lösung. Nein, ich habe die Fotos gesehen, die die Frau Koch mitgebracht hat von der neuen Wohnung. Das geht nicht an. Soweit ich weiß, war sie ganz zufrieden. Nein. Wenn Hertha verkaufen muss, ne? Dann muss da mehr drin sein als so ein Hühnerkäfig. Oder? Sind wir mal ehrlich. Mehr schaffe ich leider nicht. Martina! Aber Mittagessen steht im Kühlschrank. Tschüss, mein Schatz. Ich habe gestern Abend noch mit einem befreundeten Makler gesprochen. Mhm. Der Verkaufswert der Häuser in Frau Pfleiderers Nachbarschaft liegt bei 1 Million Euro. Schön für Frau Pfleiderer. Ja, aber ich habe mir die Kalkulation von Frau Koch nochmal angesehen. Die hat vor, das Haus für 760.000 zu verkaufen. Oh, das ist aber ein ziemlicher Differenzbetrag. Ja, das ist ein ganz schönes Schnäppchen für den Käufer. Du auch? Hm. Die verkauft öfter Immobilien ihrer Betreuungsfälle zu Schleuderpreisen. Ich habe die Zahlen aus den Akten überprüft. Das sind mindestens 5 Fälle in den letzten Jahren. Immer lag der Preis 200.000 bis 300.000 unterm eigentlichen Wert. Gut, Frau Koch macht schlechte Geschäfte. Also schlecht für die armen alten Leute, aber vielleicht ist es ja nicht schlecht für Sie. Können wir ihr beweisen, dass sie die Differenz in die eigene Tasche steckt? Auf den Treuhandkonten, da tauchen nur die offiziellen Summen auf. Die muss echt einen guten Trick haben. Gut, ich spreche mit Kaiser. Wir überprüfen alle Bankverbindungen von Frau Koch, aber ohne konkrete Beweise. Jan hat die ersten Daten aus Pfleiderers Handy. Oh. Der hat eine Stunde vor seinem Tod, rat mal, Frau Koch angerufen. Ich kümmere mich darum. Mach mal. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Herr Pfleiderer mich mehrfach am Telefon beschimpft hat. Aber nach diesem Anruf hat er nur noch wenige Stunden zu leben. Hat er irgendwelche Bemerkungen gemacht, wohin er wollte oder mit wem er sich vielleicht treffen wollte? Nein, es ging wieder nur darum, dass er das Vermögen seiner Mutter selbst verwalten wollte. Die Gründe kennen Sie ja. Was genau hat er denn gesagt? Ihre Unterlagen sind ja offenbar in Ordnung. Trotzdem tauchen immer wieder diese Anschuldigungen auf, Sie hätten sich bereichert. Ach, das sind böswillige Unterstellungen. Ich nehme meine Arbeit sehr ernst. Was genau hat er gesagt? Dass er die Pflegschaft seiner Mutter übernehmen will. Es gab keine konkreten Anschuldigungen. Nein! Warum hat er Sie dann beschimpft? Die Entscheidung, wer eine Pflegschaft bekommt, liegt doch allein beim Gericht. Ich an seiner Stelle hätte das alles mit Ihnen persönlich besprechen wollen, unter 4 Augen. Ich habe keine Ahnung, was in diesen Menschen vorgegangen ist. Ich denke, bei diesem Anruf hat er sich verabredet. Mit Ihnen. Im Schlosspark. Wie kommen Sie darauf? Warum beschuldigen Sie mich? Dieser René Gilwald, das ist ein Krimineller. René Gilwald ist unschuldig. Wir haben seine DNA mit der Tatwaffe abgeglichen. Oh. Und da kommen Sie jetzt zu mir. Andreas Pfleiderer ist jemand gewaltig auf die Füße gestiegen. Und ich möchte wissen, wem. Frau Seifert, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Sie können gerne meine DNA überprüfen. Sie werden sie nicht auf der Tatwaffe finden.
Lässt sie gehen? Wir können ihr nichts beweisen. Doch, ich habe da schon von zwei Käufern die Information, dass sie hier 200.000 mehr bezahlt haben, als Frau Koch an die Leute schon aufgezahlt hat. Sehr gut. Jetzt will ich wissen, wohin das Geld verschwunden ist. Und Kaiser ist schon dran. Ja, aber warum halten wir sie denn nicht fest? Draußen nutzt sie uns mehr. Ein Konto in der Schweiz, für das Frau Koch bevollmächtigt ist. Wow, das ging jetzt aber schnell. Ja, als ich den Herrschaften in der Züricher Kantonalbank erklärt habe, dass es sich um einen Mordfall handelt, habe ich sofort alle Informationen bekommen. Und es ist das Konto, über das die Immobilienverkäufe abgewickelt wurden? Ja, richtig. Und da hat sich über die Jahre eine stattliche Summe angesammelt. Insgesamt 970.000 Euro. Großartig. Dann haben wir sie. Sieht so aus, als würde da jemand in Urlaub fahren wollen. Sei vorsichtig. Es gibt offensichtlich noch mindestens einen weiteren Täter. Als Frau Koch bei uns zur Vernehmung war, wurde das Konto telefonisch aufgelöst. Die gesamte Summe liegt für morgen früh in Bar in Zürich zur Abholung bereit. Danke. Bitte. Sie haben Glück. Das Haus ist noch nicht verkauft und die Gelder sind auch noch nicht geflossen. Nein. Ich hab's immer gesagt, es ist eine ganz miese. Nein, hör auf. Kein schlechtes Wort über sie. Weil sie hat auch viel Gutes für mich gemacht. Wer hat das? Die hat ihren Sohn noch. Sowas könnte sie nie tun. Frau Pleiderer, wir können nicht ausschließen, dass es nicht einen Komplizen gibt. Ach so? Ach so, das würde das erklären. Sie meinen jemand, der sie dazu gebracht hat? Aha. Wissen Sie, Frau Koch war sehr einsam. Vielleicht ist es das, was uns so verbunden hat. Zurück. Was soll das? Haben Sie spitze Gegenstände im Körper? Nein. Joe? Was haben wir denn da? Zwei Flugtickets nach Andorra. Mit Zwischenstopp in Zürich. Oh, was wollten Sie denn in Zürich? Ein kleiner Spaziergang auf der Bahnhofstraße zur Kantonalbank? Das wäre jetzt eine herbe Enttäuschung geworden. An Ihrer Stelle würde ich mir einen sehr guten Anwalt besorgen. Oh. Das Geld wurde ja eingefroren. Naja, wird's wohl der Pflichtverteidiger auch tun müssen. Jürgen? Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Sie haben Frau Koch die Betreuungsfälle übertragen und vorher entspannt ausgesucht, wer keine Angehörigen hat und ein wertvolles Haus besitzt. Und plötzlich hatte Frau Pfleiderer wieder Angehörige. So seit etwa 4 Wochen. Und da mussten Sie unbedingt verhindern, dass Herr Pfleiderer Ihre stattlichen Nebeneinkünfte auffliegen lässt. Sie sind festgenommen. Die Hände bitte. Sie haben ihn in den Park gelockt. Und dann getötet. Es war nicht vorsätzlich, sonst hätte ich ihn kaum mit einem Ast. Ich übernehme die volle Verantwortung. Frau Koch hat nichts damit zu tun. So einfach geht das nicht. Aber Kompliment. Hübsche Liebeserklärung. Abführen. Was kriegen Sie? 12 Euro. Können Sie auf der Dienststelle vorbeifahren? Mein Name ist Stolz. Einsatzleitung an alle. Zugriff erfolgreich. Einsatz beendet. Danke. Herr Sonntag, es gibt jetzt ein Urteil im Fall des Tuningladens. Sie wissen doch, wen ich meine.
Ja, ja schon. Alles, was wir beschlagnahmt haben, muss vernichtet werden. Was? Die Teile kommen nicht wieder in die Nein, diesmal nicht. Es gibt ein Gutachten, das sind alles Fälschungen, billige Kopien aus Asien. Kopien? Die dürfen auf keinen Fall in Umlauf kommen. Also sagen Sie es dem Kollegen Stoll, ja? Ja. Ich möchte mir keine Sorgen um ihn machen müssen. Ja. Ja. Jo, 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 du, fahr dein Wagen sofort in die Werkstatt. Dein Auspuff, das ist eine Fälschung. Verdammter Mist. Ja, erzähl mir was Neues. Gegangen ist er wie die Sau. Und dann ist er stehen geblieben.